Ich wollte mit Sergeant Diaz sprechen. Sergeant Diaz ist nicht hier. Ich dachte, ich setze Sie lieber auf einen Fall außerhalb der Stadt ein. Angst, dass sie mir helfen könnte, Malone? In der Situation, in der du steckst, Del Niro, kann dir nicht mal der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika helfen. Sie hat deine Kaution bezahlt, aber das erkauft dir nur ein paar Stunden Freiheit. Nicht mehr. Ich hatte letzte Nacht Besuch. Ein Typ, der behauptete, Polizist zu sein, hat meine Wohnung durchsucht. Erzähl mir keine Märchen. Ich habe keine Durchsuchung angeordnet. Ich habe ja nie behauptet, dass es wirklich ein Beamter war. Ich sagte, er hat das behauptet. Mein Vermieter glaubte ihm und der Typ konnte sich schön meine ganzen persönlichen Sachen anschauen. Ich weiß nicht, warum du mir das erzählst, Del Niro. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du den Verdacht mit so wilden Geschichten vor dir ablenken kannst, oder? Ich habe schon vor einer Weile mit dem Versuch aufgehört, Eseln das Fliegen beizubringen. Pass auf, was du sagst. Und erzähl mir, was du willst. Ich habe Grund zur Annahme, dass die Person, die mir diesen Besuch abgestattet hat, einer kriminellen Organisation angehört. Sieht so aus, als hättest du eine Menge Feinde, Del Niro. Ich schlage vor, dass du es mit deinen nächtlichen Besuchern langsam angehen lässt. Dein Ex-Partner hatte ziemlich üblen Umgang in L.A. Was für üblen Umgang? Wie es scheint, war die schwarze Lilie hinter ihm her. Die schwarze Lilie? Die Mafia in Los Angeles? Eben die, Del Niro. Sieht so aus, als täten wir dir einen Gefallen, dich einzusperren. Tja, das sind so die ganz normalen Auswahlmöglichkeiten, die mir das Leben lässt. Wenn du Schutz brauchst, kann ich dir nur anbieten, dich weiter in einer unserer Zellen unterzubringen. Da lasse ich mich lieber abknallen, als dass ich weiter euren Fraß herunterwürge. Ich habe das Zeug nämlich probiert. Deine Entscheidung. Tschüss. Man sieht's. Die schwarze Lilie war hinter Sean her. Das ist gar nicht mal so übel. Wenigstens habe ich jetzt eine Spur, die ich verfolgen kann. Ich muss Informationen über diese Organisation zusammentragen. Vor einiger Zeit konnte ich einem Journalisten, einem gewissen Moore, aus der Patsche helfen. Er hatte über die Mafia in New York recherchiert. Vielleicht kann er mir mehr Informationen über die Aktivitäten der schwarzen Lilie beschaffen. Seine Nummer sollte definitiv im Telefonbuch stehen. Lass mich raten. Wir müssen wieder fahren an andere Ende von Stadt. Zur Essex Street auf der Lower East Side. Alles klar. Das einzig Nützliche auf diesem Regal ist das Telefonbuch von New York. Ich müsste da drin eigentlich Moores Nummer finden können. Ich sehe hier nichts Nützliches. Mal sehen, ob ich Moores Telefonnummer finden kann. Moore. Ich erinnere mich nur an den Nachnamen, aber er hatte einen ungewöhnlichen Vornamen. Ich werde mich daran erinnern, wenn ich ihn geschrieben sehe. Violetta Moore, das ist der Name. Was für eine Art Name ist Violetta für einen Typen? Na egal. Seine Nummer ist 555-4897.
Ich hoffe, der lebt noch. Der Typ hatte Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. New York Vermittlung hier. Was kann ich für Sie tun? Können Sie mich zu einer Nummer durchstellen? Warum kaufen Sie sich nicht eines dieser neumodischen Telefone mit Wählscheibe? Ich bin ein konservativer Typ. Neumodischer Schnickschnack lässt mich kalt. Wie ist die Nummer? Violetta Moore, 555-4897. Wird durchgestellt. Hallo? Spreche ich mit Violetta Moore? Sie sprechen mit seinem Geist. Es ist mitten in der Nacht. Wer zum Teufel ruft um diese Zeit jemanden an? Ich bin Del Niro, der Detektiv, der... Del Niro? Alter Schwerenöter. Ich sehe, dass du dich noch an mich erinnerst. Verdammt normal. Du hast bei der Geschichte mit den Syndikaten vor ein paar Jahren meinen Arsch gerettet. Wie könnte ich dich je vergessen, alter Kumpel? Wie geht's denn so? Wie gehabt. Flasche in der Hand und Rechnungen im Schrank, was? Mehr oder weniger. Du musst einen guten Grund haben, hier zu nachtschlafender Zeit anzurufen. Ich brauche einige Informationen. Tja, da hast du die richtige Nummer gewählt. Nenn mir einfach einen Namen und ich erzähl dir alles über die Leichen in seinem Keller. Kennst du eine Organisation, die Schwarze Lilie heißt? Verdammt noch eins! Du druckst nicht lange herum, was? Es ist nicht ratsam, einen von den Typen auf die Füße zu treten, wenn du dich nicht bis zum Hals in der Scheiße wiederfinden willst. Was weißt du über sie? Die Schwarze Lilie ist eine der mächtigsten Mafia-Familien in Los Angeles. Mitte der 20er haben sie angefangen, die Macht an sich zu reißen, während andere Familien damit beschäftigt waren, sich gegenseitig zu bekämpfen. Sie stellten fest, dass die Zeit der Gangster mit Tommy Guns zu Ende ging. Sie fingen damit an, Politiker zu kaufen und Allianzen mit ihnen zu schmieden. Keine Schmuggelware oder Morde mehr. Sie erreichten ihre Ziele mit hartem, kaltem Cash. In Los Angeles gibt es ein Sprichwort. Die Schwarze Lilie legt dich nicht um, sie stiehlt deine Seele. Kannst du mir ein paar Namen nennen? Da hast du die richtige Nummer gewählt. Der Kopf der Organisation ist ein gewisser Tommaso Venanzi, einer deiner Landsleute. Aber stell ihn dir nicht als den klassischen italienischen Gangster vor. Venanzi ist Anwalt und er kommt aus gutem Hause. Er ist schlau genug, um zu wissen, dass ein Schmiergeld zur rechten Zeit mehr wert ist als 1000 Bewaffnete. Und wer zahlt hier in New York die Schmiergelder für ihn? Ein Halbkanadier namens Samuel Cutter. Wenn ich mich recht entsinne, ist er auch Anwalt. Samuel Cutter. Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört. Du musst auf jeden Fall von ihm in der Zeitung gelesen haben. Er wurde vor einiger Zeit wegen Mordes an einem Polizisten angeklagt. Er kam aus der Sache mit blütenweißer Weste wieder heraus. Aber er hatte sich verschätzt. Er unterschätzte die Macht der öffentlichen Meinung. Was willst du damit sagen? Cutter hatte alle am Prozess Beteiligten gekauft, sogar den Gerichtsdiener. Aber die Presse bekam Wind davon und fing an, Fragen zu stellen. Heutzutage kann die richtige Schlagzeile mehr Köpfe rollen lassen als die Guillotine während der Französischen Revolution. Die Leute, die Cutter geschmiert hatte, kriegten kalte Füße und ließen ihn hängen, weil sie Angst vor Skandalen hatten. Bestechung ist eine feine Sache, Jack. Aber man muss sich immer bewusst sein, dass man es mit Leuten zu tun hat, die sich hinter einer Visitenkarte verstecken. Was ist mit Cutter passiert? Das ist noch das Tollste. Cutter wurde im ersten Prozess freigesprochen. Aber es gab ein paar Monate später noch einen zweiten. Und der ging für ihn nicht so gut aus. Er musste in den Knast? Ja. Er wurde eingesperrt und dann mundtot gemacht. Man fand ihn mit einem Messer im Rücken in seiner Zelle. Dadurch zerbrach die gesamte Organisation hier in New York. Und mit ihr alle Spekulationen um die Verwicklungen von Politikern in die organisierte Kriminalität. Also konnten alle das Gesicht wahren. So sieht's aus, Jack. Cutters Tod war so vorteilhaft für viele, wie er verdächtig war. Tja, wenigstens habe ich jetzt einen Namen. Samuel Cutter. Und sollte er schon mal verhaftet worden sein, muss es in den Polizeiarchiven eine Akte über ihn geben. Ich sollte dort suchen. Weißt du irgendwas über einen, den sie den Türken nennen? Nein, alter Knabe. Der Name sagt mir nichts. Aber das klingt nicht nach jemandem, mit dem man sich zu sehr anfreunden sollte. Da hast du absolut recht.
Sagt dir der Name Sean McLean irgendwas? Sean McLean? Nein, mein Freund, da klingelt nicht. Nie von ihm gehört. Danke für die Information, Moore. Kein Problem, Kumpel. Wenn du was brauchst, ruf einfach an. Egal wann. Lass mich raten. Wir müssen wieder fahren. Zum. Ganz. Im Polizeiarchiv müsste ich eigentlich Informationen über diesen Samuel Cutter, von dem Moore gesprochen hat, bekommen können. Ich bin sicher, da drin gibt es eine schöne, dicke Akte über ihn. Werbeposter, die die Vorteile einer Karriere bei der Army beschreiben. Die Welt bereisen, Erfahrungen sammeln und stolz auf sich und sein Land sein. Zum Glück haben sie da ein Bild von einem Panzer drauf. Sonst hätte ich gedacht, es geht hier um eine Werbung für ein Kreuzfahrtschiff. Ein Kartenleser. Ich sehe zum ersten Mal so ein Ding. Man zieht seine Karte durch und das Gerät sagt einem, ob man rein darf oder nicht. Alles ganz einfach, wenn man nur eine Karte hat. In den Polizeiarchiven gibt es alle Informationen über die Festgenommenen. Wenn man was angestellt hat, findet man da sicher auch ein Foto. Es gibt keine Klinken oder Schlösser. Man kommt da nur über diesen Kartenleser rein. Da leuchtet ein Licht über der Tür. Ich glaube, das zeigt an, dass die Tür zu ist. Aus dem roten Licht schließe ich, dass sie im Moment zu ist. Hallo, Officer. Was kann ich für Sie tun? Ich habe ein paar Fragen zu eurem Archiv. Was wollen Sie denn jetzt schon wieder wissen? Wie komme ich rein? Ganz einfach. Eine Unterschrift auf einer Urkunde und 9 Monate Polizeischule. Kumpel, Zugang zu den Akten kriegt man nur mit Polizeimarke. Keine Marke. Kein Zugang. Was ist das für ein Gerät da neben der Tür? Das haben Sie vor ein paar Monaten hier aufgestellt. Der alte Sam, der das Archiv vorher geleitet hat, ist in Ruhestand gegangen. Und anstelle eines neuen Beamten hat das Department dieses Ding angeschafft. Wie funktioniert das? Jeder Beamte hat eine individuelle Lochkarte. Wenn Sie ins Archiv müssen, nehmen Sie einfach die Karte raus und ziehen Sie durch diese Maschine. Das Gerät erkennt den jeweiligen Beamten und die Tür zum Archiv geht auf. Also jeder Beamte hat seine eigene Lochkarte. Victoria hat sicher auch eine. Ich hab... Besser. Tschüss. Tschüss. Sieht so aus, als sei Victoria nicht da.
Tja, ich sehe keine andere Möglichkeit. Das ist Victorias Büro. Ja, mal sehen, ob ich die verdammte Zugangskarte fürs Archiv hier finden kann. Es gibt hier so eine Art Kombinationsschloss, das die letzte Schublade verschließt. Eine Karte von New York und ein paar alte Fotos von Mexiko. Da kommt Victoria her. Die Kombination war die mexikanische Flagge. Victoria und ihre Sentimentalitäten. Werbung für einen Fährbetrieb, der Manhattan mit Glen Cove verbindet. Vielleicht hat Malone Victoria dahin geschickt. Die Zugangskarte zum Archiv. Die nehme ich mit. Ich hoffe, es macht Victoria nichts aus, dass ich ihre Karte für eine Weile ausborge. Wie war das noch? Sesam, öffne dich. Interessant. Wenn man den Namen der Person, die man sucht, hier eingibt, kriegt man die Nummer seiner Akte. Ich frage mich, was der alte Sam wohl denken würde, wenn er wüsste, dass er durch dieses Gerät hier ersetzt wurde.
Es gibt keine Akte über Sean. Die wurde vielleicht noch nicht abgelegt. Keine Akte für diesen Namen. Keine Akte für diesen Namen.